Hallo, mein Name ist Sebastian und ich freue mich, dass du dich für den goldenen Schnitt interessierst. In diesem Intro-Video erfährst du, was der goldene Schnitt ist und wo er vorkommt. Auf diesem Foto siehst du den Parthenon in Athen. Und auf diesem Foto einen Nachbau des Parthenons, der in Amerika steht. Viele Menschen empfinden dieses Gebäude als schön. Auch die Mona Lisa wird von vielen Menschen als schön empfunden. Aber wieso ist das so? Ich habe dir hier den Parthenon aufskizziert. Wenn wir uns nun die Höhe des Überbaus mit B bezeichnet und die Höhe des Unterbaus mit A bezeichnet ansehen, dann ist das Verhältnis der beiden Strecken zueinander durch den goldenen Schnitt definiert. Und wenn wir uns nun eine Skizze der Mona Lisa ansehen, dann bemerken wir auch hier, dass einige Strecken im Gemälde zueinander im Verhältnis des goldenen Schnittstehens. Wenn wir uns die Strecke vom Kinn bis zu den Augenbrauen im Verhältnis zur Strecke von den Augenbrauen bis zum Haareinsatz ansehen, dann stehen diese beiden Strecken zueinander im Verhältnis des goldenen Schnitts. Genauso ist es mit der Strecke von der Bluse zur Nasenspitze im Verhältnis zur Strecke von der Nasenspitze zum Haaransatz. Auch diese zwei Strecken stehen zueinander im Verhältnis des goldenen Schnitts, genauso wie die Strecke vom Haaransatz zur Bluse im Verhältnis im goldenen Schnitt steht mit der Strecke von der Bluse zu den Daumen. Was ist der goldene Schnitt nun genau? Der goldene Schnitt kann als Teilungsverhältnis einer Strecke definiert werden. Wenn wir uns die Strecke a plus b ansehen, mit dem langen Teil a und dem kurzen Teil b und der Gesamtlänge a plus b, dann können wir den goldenen Schnitt definieren als die Gesamtlänge a plus b zum langen Teil a hat dasselbe Verhältnis wie der lange Teil a zum kurzen Teil b. Das ist das definierende Merkmal des goldenen Schnitts. Und nun wollen wir uns das Ganze auch in Variablen ausgedrückt ansehen. Der griechische Buchstabe Phi wird hierbei als Symbol für den goldenen Schnitt benutzt. Und hier steht a, die längere Strecke, im Verhältnis zu b, der kürzeren Strecke, entspricht dem Verhältnis von a plus b, also der Gesamtstrecke, zur längeren Strecke. Und das Ganze entspricht einem Zahlenwert von 1,618. Und dieser Zahlenwert ist hilfreich für uns, wenn wir unsere Konstruktion des goldenen Schnittes, die wir im Basic Video 1 und 2 durchführen werden, kontrollieren wollen. Du hast nun in diesem Video gelernt, dass der goldene Schnitt ein Teilungsverhältnis beschreibt und wir das ausdrücken mit Phi ist gleich die lange Seite im Verhältnis zur kurzen Seite, was auch dem Verhältnis entspricht der Gesamtlänge a plus b zur langen Seite mit einem Zahlenwert von ca. 1,618 und er kommt vor
in der Architektur, zum Beispiel beim Parthenon, in der Kunst, bei der Mona Lisa, und der goldene Schnitt kommt auch in der Natur vor, zum Beispiel beim Nautilus. Über das Verhältnis des Nautiluses zum goldenen Schnitt werden wir im Mastery 2 Video sprechen. Ich hoffe, ich sehe dich im Basic Video 1 wieder. Ciao!